Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Denn es ist wieder ein Update rausgekommen mit einer neuen spielbaren Kreatur. Nämlich dieser interessanten Kreatur, mit der ich hier gerade schon über den Sand sprinte. Das ist der Megalania. Der ist, ja, würde ich sagen, relativ ähnlich wie der heutzutage lebende Komodo-Varan. Halt als größere Urzeitkreatur. Der hat auch einen giftigen Biss, so wie der Komodo-Varan. Übrigens gerade auf einer gemoddeten Karte. Sieht voll cool aus, wie der läuft. Und der mega interessant. Mal was ganz anderes. Doch, der Skin sieht so nice aus. Das ganze Spiel ist einfach wunderschön. Gehen jetzt mal die Schreie durch, würde ich sagen. Das ist der Broadcast. Ist ja schon mal richtig böse. Der klingt auch cool, das ist friendly. Boah. Oh, da macht er nur so die Zunge raus. Wie lustig. Was der alles kann? Kannst du sogar komplett hinstellen. Ich sehe das gerade auch alles zum ersten Mal, Leute. Ich glaube, hier kann man sich nur in eine Gruppe einladen noch, auf dem Symbol. Ja, cool. Hat jetzt als Attacke momentan nur diesen Biss. Aber da kann man später dann wahrscheinlich auch noch mehr lernen. Vielleicht auch noch einen Schweifhieb und sowas. Aber der Biss soll halt giftig sein. Ich glaube aber nicht, dass wir den heute noch im Kampf testen können. Aber rein optisch gesehen finde ich den schon mal mega cool und auch von den Sounds. Und jetzt springen wir mal. Hat geklappt. Schwimmen kann er anscheinend auch. Sieht sogar sehr cool aus, wie der schwimmt. Taucht man denn nochmal ab? Warte, ich habe keine Ahnung. Kann der überhaupt tauchen? Ich könnte mir vorstellen, dass er das erst lernen muss. Dass man das als Skill halt lernen muss. Ich glaube, das war mittlerweile so. Bin da auch gar nicht mehr auf dem Laufenden, was Path of Titans angeht. Aber ich finde das Spiel immer noch so wunderschön. Sieht so atmosphärisch aus. Es gibt übrigens jetzt auch ein neues lokales Wundensystem. Das heißt, wenn man sein Gegenüber an bestimmten Stellen trifft, erhält er dort eine Wunde und man sieht auch, wo man ihn dann getroffen hat. Das ist halt echt praktisch, weil man dann ein Feedback bekommt, wo man sein Gegenüber verletzt hat. Und wie schwer dieser dann verletzt ist. Wenn man dann so einen Angriff überlebt und dann wieder regeneriert, dann verheilen diese Wunden auch und eine Narbe bleibt zurück. Diese Narbe bleibt dann auch bestehen, bis der Charakter dann endgültig stirbt und man neu anfangen muss. Wir können auch nochmal eben hinsetzen, testen und auch hinlegen. Alles wunderschön aus. Aber auch eine schöne Stelle hier, wo ich gerade bin. Die lässt sich aushalten, ist wie Urlaub. Und der Megalania kann natürlich auch dieses Precise Movement anwenden. Das heißt, ein bisschen seitlich laufen, rückwärts laufen. Das ist ja sowieso immer echt praktisch, gerade wenn man so an Klippen und sowas steht. Es gibt übrigens in Path of Titans so viele neue Dinge. Ich komme da gar nicht hinterher, euch die alle vorzustellen. Gerade auch bei den Mods habe ich vorhin gesehen, da gibt es so viele neue Sachen, die wir noch gar nicht uns angeschaut haben. Beispiel eine neue Karte, ganz viele neue Kreaturen, die Giraffe, ein Pferd, ein Acrocanthosaurus. Hier ist mega viel neu. Was sind das denn für Kreaturen? Oha. Ach, das sieht ja auch böse aus hier. Triptops, sieht auch cool aus. Oh, ein Sauropode, Argentinosaurus, Anotaurus, Giganotosaurus. Ihr seht schon, hier gibt es so viel.
Utyrannus. Nee, nicht Utyrannus. Unanosaurus. Auch noch nie gehört. Sieht aber auch cool aus. Vielleicht können wir mal die ein oder andere Sache noch schnell ausprobieren. Weil irgendwie juckt es mich in den Fingern, wenn ich das hier alles so sehe. Ich habe jetzt nochmal eine neue Karte runtergeladen. Die heißt Primal Arena. Die schauen wir uns gleich mal an. Und ich wollte euch nochmal eben schnell den Megalania zeigen. Ein bisschen. Wo haben wir ihn denn? Es gibt mittlerweile so viele Kreaturen. Der ist voll groß. Schaut mal. Hätte ich nicht gedacht. Also der ist größer, als man denkt. Aber hier gibt es natürlich dann auch noch Unterschiede. Männlich, weiblich. Hier sind sogar die Weibchen irgendwie von der Farbe schöner. Aber das kann man natürlich alles anpassen wieder. Wie man möchte. Da kann man dann auch noch einige Skins freischalten. Sieht aber schon cool aus. Und man hat noch die Unterarten. Die sehen auch nochmal anders aus. Der hier ist viel schlanker. Wollen wir mal mit dem spielen? Ja, warum nicht? Wir haben dann natürlich auch noch hier verschiedene Stats. Zum Beispiel ist der hier schneller, aber hat eine schlechtere Defense. Aber das Muster kann man auch noch ändern. Ja, das ist so cool, was man hier alles einstellen kann. Aber gehen wir mal mit denen eben ins Game. Ich wollte nämlich auch nur noch mal gucken, ob es da verschiedene Skins gibt. Oh, wo bin ich denn jetzt? Oha. Ja, ihr seht schon, ne? Also es gibt hier so viel zu entdecken. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Home Caves? Das ist ein Teleporter oder so. Ah, sind es tatsächlich. Ja, die Mods sind echt interessant. Ah, jetzt sind wir in diesen Baby-Caves, wo man als Baby spawnt. Kein Plan, wie man hier wieder rauskommt. Ah, ist ja auch egal. Ich wollte mir eigentlich mit euch die Skins angucken. Boah, die Vorschau ist aber hier nicht so schnieke. Die war schon mal schöner. Irgendwie so ein bisschen verzerrt. Aber man kann die Skins trotzdem erkennen. Der hat auch wieder richtig verschiedene Skins von den Farben. Boah, Albino richtig am Leuchten. Melanistisch gibt es natürlich dann auch. Die schwarze Variante. Und es gibt hier sogar so einen Bäcker-Skin. Den habe ich sogar freigeschaltet. Den könnte ich jetzt machen. Aber das würde halt dauern. Seht ihr jetzt ja oben rechts. Weil dann geht das in den Skin halt über. Der hier ist übrigens auch noch relativ neu. Das ist sogar ein offizieller Dinosaurier von Path of Titans. Sieht auch voll cool aus. Das ist der Anodontosaurus. Den habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Hier hinten so eine schöne Keule zum Verteidigen. Sieht interessant aus. Aber wir wollten natürlich jetzt ein paar Mods uns anschauen. Nämlich den Argentinosaurus. Wie groß der ist. Das ist krass. Einfach so ein Sauropode. Da gehen wir jetzt mal ins Game mit. Die Karte ist bestimmt gar nicht geeignet dafür. Nur wir halt in so einem Raum spawnen. Ah, tun wir gar nicht. Oh Gott sei Dank. Oh, ist der riesig. Oh mein Gott. Aber man kann laufen. Ah, die Sounds sind irgendwie noch nicht so gut. Doch, jetzt hört man was. Das ist ja cool. Einfach ein Sauropode. Der kann sich auch schon verteidigen. Nicht schlecht. Hat aber nur den Schweifhieb. Kann bestimmt auch brüllen. Oh, ist das cool. Dafür, dass das eine Mod ist und es noch keinen anderen Sauropoden im Spiel gibt, ist das schon ziemlich cool. Kann sich sogar schlafen legen. Ich habe jetzt nochmal eine neue Karte und einen neuen Dinosaurier installiert. Das ist jetzt dieser Junosaurus oder wie der hieß. Habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ihr wisst, welchen ich meine, den ich vorhin schon als Utyrannus erst vorgelesen hatte. Und die Karte ist auch irgendwie eine andere, aber die finde ich jetzt nicht so cool. Bin mir ein bisschen zu abgespaced hier mit diesen fliegenden Steinen.
Wahrscheinlich so ein kleiner Kletterparcours für kleinere Dinosaurier, die gut springen können. Aber ich mag eher so realistische Gegenden. Deswegen ist das hier nicht so meins. Aber es ist interessant, was es alles so zu entdecken gibt. Und die Mods funktionieren auch alle echt richtig gut. Auch die Schreie sehen mega gut aus. Und das Installieren der Mods ist sowieso auch super einfach. Also das ist echt mega simpel. Kann sich auch wieder hinsetzen. Und hinlegen. Ja, ihr seht schon, das ist alles echt schon nicht schlecht. Und es gibt halt so viel zu entdecken. Also wenn ihr dann nochmal irgendwie ein extra Video wollt, wo wir uns ganz viele Mods anschauen, dann schreibt das jetzt gerne unten in die Kommentare. Weil das wird jetzt erstmal das Letzte für heute gewesen sein. Aber Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch wieder gut gezeigt, wie viel neue Sachen bei Path of Titans immer ins Spiel kommen, gerade auch durch die Modding-Szene. Und ich fliege jetzt hier perfekt. Und natürlich auch regelmäßig Updates. Oh, jetzt sehen wir sogar mal die Narben. Das ist ja cool. Oh, haben wir das auch mal gesehen? Ich würde jetzt aber sagen, falls euch das Video gut informiert hat und gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.